Bienvenidos en la provincia más montañosa de España, Alicante. Yeah. Yay! Jingle! Juhu! In Spanien scheint die Sonne Tag und Nacht, das wollte ich diesmal überprüfen. Herzlich willkommen bei der inzwischen 11. Episode des Vitamin Berge Podcast. Es ist eine Premiere, denn heute bin ich zu Gast in Spanien bei Chris und Toni in Finistrat im bergigen Hinterland von Alicante. Während unseres Interviews laufen auch unten im Tal die Teilnehmer des Desavio Lorbel entlang am Trailrun über 40, 86 und 120 Kilometer und ich glaube, das wird mein Saisonabschluss für nächstes Jahr werden. Wir reden über das Leben auf einer einsamen Hütte in den Bergen, die spanischen Berge insgesamt, Klettern und natürlich die besten Routen rund um Alicante. Wenn du das Video sehen willst, die Mitschrift und einige Bilder dieser beeindruckenden Gegend, dann geh auf vitaminberge.de/011. Viel Spaß beim Zuhören. Buenas noches, liebe Zuhörer. Ich sitze jetzt hier bei meinem ersten Interview nicht in Deutschland, sondern in Spanien, nämlich in der Nähe von Finistrat bei Alicante. Hinter mir ist der Puig Campana. Puig Campana. Ja, genau. Und neben mir ist die Chris. Hallo. Hallo Chris. Hallo Robert. Und wir haben uns über Umwege eigentlich kennengelernt, nämlich via Nima, die auch schon Podcast war, die ich im Interview hatte. Und dann hast du mich angeschrieben und hast gesagt, hast nicht mal Lust, die Gegend hier kennenzulernen. Ja, und ich kann schlecht Nein sagen und deswegen sitze ich jetzt hier und freue mich, weil wir waren jetzt schon 3 Tage eigentlich unterwegs und es ist eine richtig schöne Gegend, etwas trocken, aber man kann ja Wasser mitnehmen. Das stimmt allerdings. Und ich freue mich, dass du ein bisschen mir ein paar Fragen beantwortest, weil es ist schon sehr außergewöhnlich, wo wir uns jetzt hier gerade befinden, weil die nächste Stadt, wir sind heute in die Stadt runtergewandert, das ist so, 5 Kilometer Fußweg ins Tal, ins Dorf und dann sind wir zurück, das waren nochmal 5 Kilometer und hier eigene Wasserversorgung, Solarstrom. Wir haben eine Satellitenschüssel für Internet, wunderbar. Das stimmt. Aber ansonsten ist das hier wirklich fast isolationshaft. Das stimmt so recht, würde ich sagen. Wir haben auch ein Auto, man kann auch ins Dorf fahren. Ja, aber es ist, also ich bin am Mittwoch gelandet am Abend und wir sind im Dunkeln hier hochgefahren und dann sagte Chris, da oben das Licht, da müssen wir hin. Das stimmt. Und es war halt stockduster und ich wusste nicht so richtig, da soll was sein. Und es war tatsächlich etwas. Also würde ich nicht quasi die Empfehlung gehabt haben, Chris ist in Ordnung und auch Toni, hätte ich nicht gewusst, ob ich da lebend je wieder runterkomme. Und du hast es schon ein paar Mal geschafft und auch wieder hoch, muss ich sagen. Genau. Ja, was ist denn das Besondere hier an Alicante und Umgebung, weshalb du hier bist? Ich bin eigentlich durch Zufall hier gelandet. Ich wollte eigentlich nach Marokko. Aber dann habe ich in einem Kletterer-Hostel in Finistrat sehr nette Menschen kennengelernt und man hatte sich eigentlich entschieden zu bleiben. Und nachdem man eine Zeit lang nicht wusste, warum man hier ist, fing man halt dann doch an, wieder an seine Wurzeln zu denken, dass man doch das Auto im Draußensein sehr liebt. Und man sich mir gedacht habe, ich wollte eigentlich schon immer zwischen Meer und Bergen leben, was ich ja auch mache. Das Meer ist vielleicht gerade 15 Kilometer Luftlinie von hier entfernt. Und so hat sich das dann angeboten, auch zu bleiben. Ich habe die ersten 4 Jahre im Finistrat gewohnt. Das ist, wenn man sich da hinten den Berg anschaut, auf der anderen Seite des Berges. Ja, und im letzten Jahr bin ich dann hier nach Ceja gezogen, beziehungsweise ins Klettergebiet von Ceja. Jetzt lebst du ja in sehr, ich nenne es immer noch isoliert, aber das ist okay. Also sehr weit draußen, ja. Sehr einsam. Vorher warst du Investmentbankerin in Frankfurt. Ja, nicht unbedingt Investmentbankerin. Ich habe in der Finanzbranche in einer Investmentfirma gearbeitet. Irgendwas mit Geld halt. Genau, irgendwas mit Geld. Aber ich war kein böser Investmentbanker. Ich habe nur versucht, ich hab nicht gesagt böse. Etwas zu verkaufen.
aber in Frankfurt und Frankfurt und hier ist ja doch schon Welten, oder? Das stimmt allerdings, ja. In Frankfurt konnte man mal eben zum Supermarkt laufen. Man hat nicht mehr unbedingt geplant, was man denn so machen möchte. Mittlerweile muss man seinen Wocheneinkauf planen, weil der nächste große Supermarkt ist an der Küste und man fährt von hier schon gute 40 Minuten zum Einkaufen. Aber man gewöhnt sich auch dran, da ja das ganze Leben eigentlich hier oben abspielt. Von meiner Arbeit her, wir sitzen quasi mitten in meinem Büro, Wohnzimmer, Arbeitszimmer. Ja, und man muss dann halt, die Kunden kommen meistens von der Küste oder sind halt hier in den Dörfern untergebracht. Was machst du denn? Ich arbeite eigentlich in der Outdoor-Branche, das klingt sehr schön. ja, wir machen eigentlich hauptsächlich im Moment, in diesem Jahr haben wir angefangen, den Downhill Bike Ride zu übernehmen. Das ist für Touristen, die nach Benidorm kommen, ihnen einfach mal die Landschaft zu zeigen. Wir führen sie auf den höchsten Berg und sie fahren dann, wie man so schön sagt, downhill. Für ungefähr 30 Kilometer müssen sie so gut wie nicht in die Pedale treten. Und dann kriegen sie meistens mit, dass Benidorm, das ja doch sehr verschrien ist bei vielen, nicht nur in Deutschland, auch in England und überhaupt, dass es doch andere Seiten hier hat. Und viele Leute kommen dann auch wieder und nicht nur zum Fahrradfahren, sondern auch zum Wandern, was wir auch anbieten. Und des Weiteren machen wir auch Kletterkurse, Abenteuerurlaube und alles, was es sich so anbietet in der Outdoor-Branche hier in der Gegend. Für alle, die Benidorm nicht kennen, das ist so quasi der Ballermann für die Engländer. Das ist richtig. Und wir sind vorgestern, als wir Gäste von dir abgeholt haben zu einer Wanderung, im Benidorm gewesen. Also ich fand es schon krass, weil so viele Hochhäuser, so viel auch leer und eigentlich ja nicht so, also irgendwie zusammengewürfelt. Also und wenn man dann so im Hinterland ist, wo wir wandern waren und blickt da zurück, dazwischen ist nichts, Obstplantagen. Und dann diese riesen Hochhäuser, also es ist schon gewaltig, aber finde ich es hier schöner. Das ist auf jeden Fall richtig. Es ist auf jeden Fall schöner hier draußen. Hätte man mir vor 6 Jahren gesagt, du wirst mal im Hinterland vom Benidorm leben, ich glaube, ich hätte den Leuten gesagt, die spinnen total. Habe es mir auch nie so ganz vorgestellt, das hier zu machen. Aber wie gesagt, als ich nach Finistrat kam und dann gerade halt hier den Puig Campana gesehen habe, ja, ist man doch irgendwie verliebt und man verliebt sich halt in den Berg. Und viele Leute, die hier wohnen, sagen, wenn man den Berg nicht mehr mag, dann muss man hier wegziehen. Nur ich habe es, glaube ich, ein bisschen besser gemacht. Ich mag den Berg immer noch. Und wenn ich mich hier so umschaue, wohne ich jetzt mitten in den Bergen, habe aber, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, um meine Kunden abzuholen, sehe ich aufs Meer, schaue die Inseln. Wenn ich hier 10 Meter hinter mich gehe, kann ich auch aufs Meer blicken, bis runter nach Alicante. Ja, und eigentlich hat sich da auch ein kleiner Traum so erfüllt. Und Benidorm, wie gesagt, es ist halt doch der Ballermann der Engländer. Und viele Engländer selbst sagen, sie würden nie nach Benidorm kommen und sind dann meistens auch sehr überrascht, wenn sie sehen, was es hier so gibt. Aber da wiederhole ich mich auch gerade, das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, und bleiben dann einfach auch öfter mal länger oder kommen hier nach draußen, kommen bei dem nächsten Besuch vielleicht auch mit einem Mietwagen und schauen sich hier die Gegend an, weil es halt doch sehr, sehr viel gibt. Sehr, sehr viel mehr als halt die Küste und das Meer. Aber leider muss ich sagen, es gibt auch sehr viele Leute an der Küste, die hier nach Seja raus noch nie gekommen sind. Aber da sind sie nicht alleine, denn auch viele Einheimische, die, wie Robert vorhin schon so schön sagte, unten im Tal wohnen, was halt gerade mal im Seja wohnen, was 5 Kilometer weg ist, waren noch nie hier oben in der Pampa. Also somit haben wir uns hier doch schon ein kleines Paradies. Der Postbote Paradies. Auch noch nie. Nein, Postbote, wir kriegen Post. Unser Postbüro ist quasi, unsere Post oder unser Briefkasten ist das Postbüro-Office von Seja. Hat allerdings nur auf 1/2 Stunde pro Tag und da sind wir meistens am Arbeiten. Also könnt ihr euch vorstellen, wie oft ich meine Post bekomme. Das sind ja eh nur Rechnungen. Genau. Wie kommt es denn, dass so viele Briten hier sind? Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen aus der Geschichte von Benidorm gegründet. Benidorm, 50 Jahre, 60 Jahre, war einfach ein paar Häuser und ein großer, großer Sandstrand. Ich habe mal einen 89-jährigen Spanier getroffen, der in Benidorm, der das erste Mal hier war, vor 70 Jahren. Und der meinte dann, er musste noch zum Kaffee, um sich einen Kaffee in Benidorm zu organisieren, musste er nach Altea, was ungefähr noch mal 5 Kilometer von Benidorm weg ist an der Küste. Ja, und da war einfach nichts. Da waren nur 2 riesengroße Sandstrände.
Und ja, zu der Zeit, so gerade Ende der 50er Jahre, wurden halt Bikinis immer bekannter in der nördlichen Welt, also bei den Engländern, aber auch bei uns Deutschen, bei den Franzosen. Und die Leute wollten halt in ihren Sommerurlaub fahren und dort mit Bikinis am Strand liegen. Zu der Zeit war allerdings hier Spanien noch unter der Herrschaft von Diktator Franco, der sehr konservativ war. Somit hatte dann der Bürgermeister von Benidorm irgendwann die Idee, der ja halt auch Fernsehen zu dieser Zeit oder Radio, was es dann halt hier auch gab, empfangen hatte und hat sich gedacht, die ganzen Nordeuropäer liegen in Italien am Strand, in Frankreich am Strand, in ihren Bikinis, machen halt sehr viel. Die Italiener kriegen so sehr viel Geld, das müssen wir auch. Ich habe meine tollen zwei Sandstrände. Und dann ist er mit auf seinem Motorrad nach Madrid gefahren zu Mr. Franco und hat halt gesagt: Hey, hör mal zu, ich habe hier meine zwei Sandstrände. Hab im Fernsehen gesehen, da sind so viele Nordeuropäer in Italien, die mit Bikini am Strand liegen. Das hätte ich auch gern. Und obwohl Franco sehr konservativ war, hat er es erlaubt. Und somit ist Benidorm eigentlich zum ersten Pauschaltourismusziel geworden, zu Beginn der 60er Jahre, von Franco auch gesponsert. Und das ist auch der Grund, warum halt diese vielen Hochhäuser und Hotels da unten sind. Eines der ältesten Hochhaushotels, das Don Pancho, ist in den Anfang der 70er Jahre gebaut worden. Und irgendwie hat es dann die Engländer hierher gezogen. 2 Jahre später kam dann Mallorca dazu, wo es dann als zweites Gebiet hier in Spanien Bikinis am Strand erlaubt wurden. Ja, und wir wissen ja, was aus Mallorca geworden sind. Da gibt es denn wir Deutschen am Ballermann. Und irgendwie haben sowohl die Engländer hier Benidorm und wir Deutschen Mallorca die Treue gehalten. Und deswegen sind hier nach wie vor sehr, sehr viele Briten. Und die Costa Blanca ist eigentlich gar kein spanischer Name, sondern die Engländer und die englischen Touroperator brauchten einen Namen, um halt dieses Gebiet, was plötzlich auftauchte, zu verkaufen. Und aufgrund der vielen Sandstrände, die sich eigentlich von Valencia im Norden bis weit hinter Alicante hinaus im Süden ziehen, aufgrund der weißen Sandstrände wurde es halt Costa Blanca genannt. Ich dachte erst, nachdem du mir zum ersten Mal die Geschichte erzählt hast, dass das mit dem Planker daher kommt, dass sie sich blank ausziehen durften. Wäre auch eine gute Idee. Kommen wir wieder zu schöneren Themen. Was ist denn da, also ihr bietet ja Klettern, Mountainbike, Turnen, Downhill, Turnen, Wandern an. Was ist dir denn am liebsten? Was machst du am liebsten? Ich muss sagen, eigentlich das Wandern, den Leuten die Gegend zeigen, das ist so eins meiner Spezialitäten. Ich kletter auch sehr viel gern, aber da halt hauptsächlich die langen Sachen. Mein Partner Toni, der macht halt zurzeit die meisten Kletterkurse auch und halt auch Guiding. Das heißt, er bringt Leute, die halt interessiert sind, auf den Puig Campana und auf andere Berge hier in der Gegend. Somit privat bin ich sehr, sehr gerne am Klettern und auch am Wandern. Das Biken, ich habe ein sehr gutes Fahrrad, bin aber nicht unbedingt der gute Superbiker und stürze mich downhill auf irgendwelchen Pisten den Berg hinab. Das ist dann nicht so mein Metier. Und unsere Downhill-Tour heißt halt Downhill, weil es wirklich 30 Kilometer ohne Treten den Berg hinab geht. Aber es ist eigentlich eine Aussichtstour für, wie schon gesagt, Touristen, die Die halt nach einfach mal Benidorm hintern kommen. wollt. Bitte? Die einfach mal was sehen wollen. Genau, die einfach mal was sehen wollen. Und da haben wir auch keine Altersbeschränkung. Ich glaube, das jüngste Kind, was wir hatten dieses Jahr, war 6 Jahre alt und der älteste Teilnehmer von dieser Tour war 89 Jahre alt. Das heißt also, das Spektrum ist groß. Aber wie kann ich einen 17-jährigen Deutschen zitieren, der hier war und meinte, das rockt? Ich bin zwar jetzt selber nicht so der Kletterer, aber wie unterscheidet sich denn der Fels, beziehungsweise das, was man hier hat? Jetzt zum Beispiel gegenüber den Alpen oder sowas? Oder nimmt sich das gar nicht so viel? Es hängt davon ab, wo man in den Alpen ist. Es gibt ja gerade so die Hauptklettergebiete, die viele Leute kennen, so wie Arco zum Beispiel. Da ist es eigentlich ähnlich, weil Arco hat auch sehr viele Plattenklettereien und auch im Kalkstein. Auch was wir hier haben, sehr viel Sportklettersachen und lange Sachen direkt beieinander, also Mehrseillängenrouten sowie auch Sportkletterrouten. Zum Beispiel, wenn man jetzt in die andere Seite hier rüber schauen würde, hat man auf der linken Seite Rosalía, was halt sehr viel für lange
Routen bekannt ist und halt auf der rechten Seite das ganze Klettergebiet von Seya, wo es halt die Sportklettermöglichkeiten gibt. Man kann halt hier alle Spielarten machen, von alpinem Klettern, wir haben alpine Routen bis hin zu kurzen Sportseillängen, ist ja eigentlich hier alles fast schon in Gehentfernung. Was sich von den Alpen entscheidet ist, wir haben kein Granit, wir haben andere Steinqualität, denke ich auch mal. Die Alpen sind natürlich in wesentlichen Sachen vielleicht etwas höher, aber auf der anderen Seite hier der Puig Campana hinter uns, der hat Routen aufzuweisen von 400 bis 900 Metern Länge und das sind auch im alpinen Bereich schon ganz schöne Kaliber. Was wir nicht haben, ist Schnee, das heißt, wir haben hier kein Winterklettern. Da kann man vielleicht, es gibt einige Gebiete, wo es funktioniert, jetzt hier im Nachbartal am Aitana, aber auch vielleicht, wenn es hochkommt, einmal im Jahr für vielleicht eine Woche. Also Winterklettern, das ist es nicht. Temperaturen sind das ganze Jahr eigentlich richtig gut zum Klettern. Das unterscheidet uns wahrscheinlich auch bei den Alpen. Also gerade für Leute, die es mit Kalt nicht so haben wie auch ich, ist das hier denn doch ganz nett. Aber ansonsten, ja, was es von den Alpen unterscheidet, die Landschaft ist komplett unterschiedlich. Wir haben nicht so viele schöne Bergseen. Aber dafür ist es, denke ich mal, wie gesagt, wir sind hier. Spanien ist ja eines der bergreichsten Länder Europas, was ich eigentlich erst weiß, seitdem ich hier wohne. Und was ich halt schon in der Einleitung gesagt habe, Alicante ist die Provinz in Spanien mit am zweitmeisten Bergspitzen oder Hügelketten in ganz Spanien. Und das finde ich schon ganz allerhand. Die höchste Erhebung hier in der Provinz ist 1558 Meter. Das ist der Aitana, der gleich hier zwei Täler weiter ist. Und dann kommt der freistehende Puig Campana, der direkt vom Meer, also vom 0 auf 1408 Meter in 12 Kilometern kann man dort hochwandern, was eine der kürzesten Distanzen auch in Europa ist. Ich gucke ab und zu mal hier runter, also wer gerade das Video schaut, ich gucke ab und zu mal runter, weil heute ist nämlich ganz zufällig auch der Desavio Lorbel. Das ist ein Trailrun in der Skyrunning Ultra Series und irgendwie sind hier auch die National Championships. Und da gibt es halt 120, 80 und 40 Kilometer und die 120 Kilometer, die sind gestern Abend 22 Uhr gestartet. Und jetzt laufen so seit einem halben Tag, seit um 12 so, laufen hier einige immer mal lang. Aber das ist schon gesplittet. Also es sind ja, ich glaube, 150 Teilnehmer, da kommen noch die 80er dazu. Also es sind nicht so viele auf der Strecke. Aber irgendwann müssen jetzt noch mal Leute kommen. Ich bin gespannt. Da unten kommen auch gerade zwei. Jetzt kommen auch welche mit Stirnlampe. Also da bin ich dann gespannt, wenn es richtig dunkel ist. Ich auch. Und die starten ja in einem Finnestrad, dann laufen sie so einen Bergrücken rüber, dann laufen sie noch ein Stück runter und dann laufen sie auf dem Kilometro vertikal. Ja. Das ist auf 3 Kilometer quasi 1000 Höhenmeter. Genau. Bist du denn schon mal hoch? Den bin ich schon mal hoch, aber ich glaube, meine Zeiten kann man mit den Zeiten, die auch eventuell sogar Robert laufen würde, gar nicht vergleichen. Als Wanderer kann man den Berg mit mehreren Varianten erklimmen, aber über den Kilometer vertikal ist das schon so eine der herausfordernden Wanderungen hier in der Gegend. Wenn wir mit Kunden auf den Puig Campana gehen, dann machen wir das meistens von der Nordseite. Es ist immer etwas frischer. Im Winter hat man dort auch raureif am Boden. Aber die Nordseite, die man auch von hier sieht, ist einfacher zu ersteigen. Der Pfad ist zwar sehr geröllfeldig, aber man kommt doch einfacher hoch als durch die Rampe von vorne. Also das ist ein riesengroßes Geröllfeld, auch eine Rinne, fast schon mit einem Couloir zu vergleichen, was da hochgeht. Und wenn man die Jungs da hochrennen sieht, der schnellste vom Kilometer vertikal, hat in diesem Jahr, war er da oben in 39 Minuten und das finde ich schon sehr, sehr sportlich. Ich war gestern oben bei richtig geilem Wetter, packe ich auch mal ein paar Bilder mit rein und da kam ein Norweger hoch, also der hatte 45 Minuten gebraucht und sagte, ja, geht noch was. Also sportlich. Ja. Und als ich dann aber wieder runter bin, dachte ich mir so, und jetzt hier mit der Stirnlampe bei Nacht, nicht schlecht. Ja, das also deswegen, also jetzt ist hier eher so, wenn sie es bis hierher geschafft haben, jetzt kommt drei hier mit Stirnlampe, dann haben sie den wesentlich leichteren Teil nur noch vor sich und haben es, denke ich mal, so in 2 Stunden, 2,5 Stunden geschafft. Ja, das stimmt. Wir sind hier vielleicht 10 Kilometer von Finistrat weg.
auf dem Pfaden, auf dem Bergpfaden, die überqueren. Und Trailrunning ist sowieso eines der Sportarten hier in Spanien. Und Puig Campana hinter uns ist eigentlich auf jeder Bucketlist von jedem Trailrunner, Wanderer, Kletterer, sogar Mountainbiker hier in Spanien. Wir hatten mal ein paar Deutsche hier, vielleicht schauen die beiden auch zu, die aus Freiburg. Und die sind mit ihren Mountainbikes da auf dem Berg hoch, mussten, glaube ich, 200 Höhenmeter hochtragen, haben dann aber alles auch brav wieder runtergefahren. Das heißt also, Puig Campana, du bist, man ist hier in einem Outdoor-Mekka und das ist eigentlich auch super. Die Pfade sind meistens gut ausgeschildert, gerade für die Mountainbiker. Aber dann gibt es auch noch sehr viel versteckte Sachen, die eigentlich super schön sind und auch sicher einen Besuch wert sind. Würdest du es dann auch mal machen, also so eine Trail Race? Nein. Okay. Ich bin, was Ausdauer angeht, ich wandere sehr gerne, aber ich renne ganz schlecht. Sehr gut, das Wandern. Ich war ja gestern unterwegs, da ihr arbeiten musstet und irgendjemand muss es ja machen, bin ich in meine Runde hier gegangen und bin dann hinten durchs Tal runter. Und auf einmal steht mir halt so ein Monsterviech von Schäferhund vor mir. Und naja, so gesellig sah er jetzt nicht aus. Inzwischen weiß ich, er ist Mambo. Der Besitzer, Jack, kennt euch. Oder ihr, also ja. Ihr könnt euch untereinander. Hätte ich auch drauf kommen können. Aber im ersten Moment so, scheiße. Ich also quer über die Terrasse nach unten gejumpt. Was würdest du denn empfehlen, wenn dir jetzt doch ein Hund, der nicht an der Kette liegt, begegnet, was kann man hier machen? Also auf Zypern kenne ich zum Beispiel, man senkt einfach den Arm, wie als ob man Stein aufheben würde und die denken, man schießt dann damit nach den Hunden und dann rennen sie weg. Klappt das hier? Ich bin ehrlich gesagt hier auf den Bergpfaden noch nie in so eine Situation gekommen. Okay. Die meisten Hunde, die ich begegne, begegne ich auch mit ihren Besitzern. Und wenn ich hier Hunde begegne, dann sind das meistens die Hunde, die hier auch zu den Häusern gehören, die eigentlich alle, wie gesagt, doch sehr nett sind. Wie benannt sagt der Mambo, allerdings groß von Statur. Es gibt ja auch noch ein paar andere Hunde, denen man begegnen kann. Die sind alle groß, aber doch trotzdem ziemlich nett. Aber wahrscheinlich, es funktioniert schon mit dem Stein und das Aufheben funktioniert, wenn man in Spanien generell Hunde trifft. Aber zum Glück, was Streuner angeht, gerade jetzt hier in der Gegend, das ist relativ gut kontrolliert. Und wenn man hier einen Hund findet, ich hatte gerade heute Mittag eine Begegnung mit unserem Schäfer, der hier auch zwei Täler weiter wohnt. Und er hatte mir dann gesagt, ja, er hatte gerade, wir hatten uns getroffen, haben über Hunde geredet und Hunde, die ausbrechen. Und lustigerweise hatte er einen Tag später einen Hund bei sich vor der Haustür sitzen mit Namensschild. Und er konnte dann auch den Besitzer wiederfinden, zum Glück. Was sind so, also wenn man hier alleine unterwegs ist, ich habe mich gestern ein paar Mal verlaufen, auch wenn du mir die Karte und alles gegeben hast, was ist so der beste Orientierungspunkt? Also so die Wanderwege sind, naja, suboptimal ausgeschrieben oder angemalt. Den Puig Campana, den sieht man nicht immer. Gibt es da irgendeinen Trick? Du hast mir zum Beispiel erzählt, dass man bestimmte Wanderwege quasi nur in eine Richtung laufen kann, weil sie dann sichtbar sind, die Markierungen. Das ist zum Beispiel eine Sache. Es gibt sehr, sehr viele Wege hier, die so markiert sind in die Richtung, in die man sie eigentlich auch gehen sollte. Es passiert uns auch, wenn wir manchmal hier unterwegs sind, dass wir einfach mal eine Wanderung für andersrum gehen oder halt von der Karte denken, ach, wir können hier mal schnell irgendwo einen Pfad runterlaufen. Und dann stellt man fest, dass der Pfad eigentlich nicht zum Runterlaufen ausgelegt wurde. Und mit Kunden würden wir da, glaube ich, nie runtergehen, weil da würde man sich wahrscheinlich die Beine brechen. Und dann dreht man sich plötzlich um und sieht die Markierungen und denkt sich, ja, andersrum wäre es auch einfacher gewesen. Also das ist schon mal eine Sache. Also wenn man hier alleine unterwegs ist, einfach immer mal schauen, dass man auch in die richtige Richtung läuft. Ja, und wie gesagt, vielleicht ein Orientierungspunkt, das Castellets-Ridge, was hier hinten ja auch vorbeiläuft, das ist eigentlich so, läuft von Ost nach West parallel zur Küste. Das ist vielleicht so ein Orientierungspunkt. Puig Campana, wenn man ihn sieht, auch. Die meisten Mountain Ranges hier oder die Bergketten, Bergzüge hier sind bis auf jetzt Cabezón de Oro, das, was man da hinten sieht, sind eigentlich Ost nach West ausgerichtet. Das heißt, man hat, wenn man immer die Sonne im Gesicht hat, läuft man auf der Südseite und hat man dann die Bergkette auch in der richtigen
Seite. Das heißt also, wenn man dann die Bergkette auf der rechten Seite hat und, und die Sonne auf der linken Seite hat, dann läuft man auch hundertprozentig nach Westen, wenn man nach Westen muss. Oder man dreht sich halt um und läuft nach Osten. Aber das ist halt so hier der Trick. Das muss man auch beachten, wenn man aufs Meer schaut. Denn wenn man denkt, man ist an der Ostküste von Spanien, das Meer, das Land macht hier so einen kleinen Knick. Und wenn man in Benidorm zum Beispiel aufs Meer schaut oder Villajoyosa, da schaut man nach Süden und das erschwert die Orientierung manchmal. Gerade wenn man irgendwo sagt, das Meer ist ja eigentlich im Osten, wenn man sich an der Ostküste befindet. Das braucht etwas, wenn man das denn kapiert. Ich habe länger gebraucht, wenn ich dann immer abends vom Heim gefahren bin und plötzlich in die Sonne gefahren bin und immer gedacht habe, ich fahre doch eigentlich nach Süden, warum schaue ich in die Sonne? Ich habe dann festgestellt, es war eigentlich der Westen, in den ich gefahren bin. Was ist denn so der, oder wenn ich hierher komme, ich war noch nie hierher, was sagst du, sind so die Orte, die jeder mal gesehen haben sollte, der hier ist? Wie meinst du, aussichtsmäßig, klettermäßig? Die schönsten Wanderungen, die schönsten Kletterfelsen, okay. Die schönsten Orte. Also ich mag am liebsten, beste Flughäfen, um hierher zu kommen, sind eigentlich Alicante oder Valencia. Valencia ist schon doch etwas weit im Norden. Allerdings Valencia als Stadt gefällt mir persönlich am besten hier in der Gegend. Das heißt, wenn ich mal Stadturlaub mache, dann gehe ich nach Valencia und habe dann meinen Tag dort. Valencia ist definitiv was ich sage, das ist so, wenn man nach Spanien und Spanien mag, dann sollte man auch mal Valencia gesehen haben. Das jetzt mal zur Stadt. Hier in der Gegend, wie Robert schon so schön sagt, die Küste, gerade Benidorm ist sehr verbaut und das zieht sich wirklich von hier hoch bis Denia und so weiter. Aber als netten Ort, ich bin sehr gerne in Villajoyosa unten, vielleicht auch wegen der Schokoladenfabrik, die man für umsonst besuchen kann und so viel Schokolade essen kann, wie man darf oder möchte. Villajoyosa ist super schön und ich bin auch sehr gerne dort. Dann gibt es halt die Bergdörfer hier. Seja, wie Robert auch schon mitbekommen hat, sieht aus wie ein Tannenbaum, gerade bei Nacht. Das ist halt sehr schön auch in einem Berg aufgebaut. Dann gibt es Guadalest als Ort. Wenn man denn zum Klettern übergeht oder sich das Klettern anschaut, klar, Seja ist so eines der ältesten Klettergebiete in der Costa Blanca. Hier wurde sogar auch das Klettern in der Costa Blanca ins Leben gerufen. Ist aber sogar so ein bisschen über seinen Hype hinaus, weil halt sehr viel, was öfter in alten Kalkgebieten ist, doch etwas glatt sein kann. Aber viele Routen sind super kletterbar nach wie vor. Und auch hier oben bei uns gibt es auch ungefähr 50 bis 60 neue Routen, wo man sicherlich einen Tag verbringen kann. Und wenn man sich denkt, oh, vielleicht möchte ich da nicht hin, weil man schon so viel über Seja gehört hat, ich denke, es ist ein Besuch wert, weil man einfach, die Aussicht ist einfach einmalig, wenn man hier oben sitzt oder auch klettert. Das ist einfach was man hier in der Costa Blanca, glaube ich, so nicht unbedingt hat. Und man hat, wie gesagt, fürs Klettern hier alles. Wandern natürlich auch hier das Gebiet, absolut erste Klasse. Eine der schönsten Wanderungen persönlich, natürlich auf dem Puig rauf. Robert wird mir da sicherlich recht geben. Man hat eine super Aussicht von dort. Man kann bei schönem Wetter bis nach Ibiza rüber schauen, was halt auch immer sehr schön ist, wenn man dann plötzlich sich wundert, warum denn da irgendwas im Meer ist und das dann halt eine Insel ist. Dann Cabezón de Oro ist auch vielleicht so ein Geheimtipp. Das ist direkt eine Mountainkette bei Alicante, hat dort alles, was das Outdoor-Herz begehrt. Man kann dort biken, man kann dort klettern, Sportklettern, Meersalängen, Gratwanderungen machen, wandern, Höhlen besuchen und sogar Caving. Wir haben auch eine Höhle, wo man halt jetzt nicht offiziell rein kann, also somit eins von den Outdoor-Meckas. Dann vielleicht Bernia, wir sind es ja auch gegangen als schöne Wanderung. Mit dem Tunnel, der etwas zu klein für mich ist. Du hast durchgepasst. Irgendwie schon, ja. Auf den Knien robben. Ja, also das sind einfach alles so Sachen. Ich glaube, es ist einfach, wie man vielleicht merkt, ich habe mich so ein bisschen hier in dieses Hinterland von der Costa Blanca verliebt. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Sachen. Und selbst für uns, die wir eigentlich nicht nur beruflich hier unterwegs sind, sondern auch privat immer wieder neue Ecken versuchen kennenzulernen, es ist noch so viel, was wir noch auf unserer Bucketlist hier für die Ecke haben. Das ist schon unglaublich, was man eigentlich alles sieht. Wenn man jetzt keine Ahnung hat, sich gerne verläuft oder einfach mal ein bisschen geführt, kann man sich an euch wenden. Wie findet man euch? Ja, man findet uns entweder auf Facebook,
Wir haben zwei Seiten dort im Moment. Die eine ist Costa Vertica, Vertical mit C. Und das andere ist The Downhill Bike Ride. The Downhill Bike Ride, wie gesagt, Unternehmen seit 20 Jahren hier in der Costa Blanca aktiv. Für gerade Wandern und auch Downhill fahren eigentlich einen Kontakt. Wenn sich jetzt jemand meldet, der wirklich richtiger Downhill-Fahrer ist, wir können euch helfen mit Ideen, wir können euch auch einen Lift geben irgendwo hoch, aber wir fahren nicht mit, weil dafür ist einfach unsere Tour nicht ausgelegt und dafür sind wir auch nicht ausgebildet, dass wir Leute auf Fahrrädern die Berge jetzt runterjagen. Aber wir können mit Tipps helfen, wir kennen die Routen, wir wissen, was jemand in welchem Level fahren möchte und wir können die Leute dorthin bringen, gar keine Sache. Ja, wie gesagt, Facebook, man findet uns, da Costa Vertical oder Downhill Bike Ride oder Instagram, da seht ihr vielleicht, was wir so relativ oft machen. Wir versuchen eigentlich jeden Tag, wenn wir draußen sind, ein Foto zu machen, entweder von happy Kunden, die auf irgendwelchen Leitplanken balancieren oder halt von unseren Wanderungen. Dann sind wir auch zu finden auf unseren Homepages, aber das sind ganz schön viele und ich denke, die stellt darüber dann einfach dazu. Genau. Das ist dann am einfachsten. Genau. Und wir versuchen, unsere E-Mails auch recht regelmäßig zu beantworten. Aber wenn es mal nicht klappt, dann schickt eine SMS, schickt ein WhatsApp. Wir sind eigentlich fast überall verlinkt. Werde ich auf jeden Fall verlinken. Vielen Dank. Das Ganze, was du jetzt erzählt hast, ich meine, das, was man wandern kann oder mit dem Fahrrad fahren kann, kann man auch laufen. Von daher, auch wenn ihr dann vielleicht nicht mitkommt, aber ihr kennt auf jeden Fall die besten Trails hier in der Gegend. Ja. Und genau, auf jeden Fall an euch wenden da. Ja, ich denke, was wir halt gerne machen, ist einfach Infos auch geben zum Gebiet. Wir kennen auch gute Unterkünfte hier in der Gegend, wenn man halt jetzt mal nicht all-inclusive irgendwo hin möchte. Auf der anderen Seite, Benidorm als Anlaufstelle für Leute, die billige Unterkünfte suchen, sicherlich eine Möglichkeit. Genauso wie Finistrat, dort gibt es ein Kletterer-Hostel, also für Leute, die einen Kletterpartner suchen, sicherlich sehr gut geeignet, auch sehr offen. Hauptsächlich Engländer, weil halt, wie gesagt, Deutsche sind hier leider sehr selten. Die Deutschen gehen gerne nach Denia hoch, machen dort ihren Urlaub, aber so fürs Klettern ist es, glaube ich, nicht unbedingt so bekannt, was also auch als Kletter-Hotspot hier in der Costa Blanca gelte, was eigentlich schon fast nicht mehr Costa Blanca ist, Cholia. Viele Leute haben auch von Cholia schon gehört. Auch ein Besuch definitiv wert, wenn man hier in der Gegend ist. Und wir können eigentlich von dort bis halt runter nach Alicante auch mit Informationen helfen, wenn ihr Unterkünfte sucht und nicht unbedingt nicht schlüssig ist. Ja, wendet euch an uns. Super. So, jetzt kommen noch ein paar Fragen, die alle bekommen. Kurze Frage, du darfst antworten so ausgiebig, wie du möchtest. Berge oder Meer, was ist dein Favorit und warum? Das ist schwer. Berge, weil ich es einfach schön finde, wenn das Auge dich einfach sich irgendwo hin verliert, weil ich einfach oben bin und Berge eigentlich mich herausfordern. Meer, da bin ich eher unter der Wasseroberfläche unterwegs und das ist einfach super entspannt. Kann man hier auch gut, denn die Insel vor Benidorm, für alle, die im Mittelmeer tauchen waren, wissen, dass das Mittelmeer immer so sehr schöne Ecken hat, aber auch nicht so schöne Ecken. Und die Insel von Benidorm ist definitiv eines der schönsten Tauchgebiete im Mittelmeer. Und ich versuche fast jeden Sonntag, wenn ich es kann, dort auch tauchen zu gehen, um einfach abzutauchen, zu entspannen. Deswegen mehr für mich persönlich als Entspannung. Aber natürlich draußen zu sein, morgens aufzuwachen und hier das Panorama mir anzuschauen, ich glaube, dann zieht es doch eher zu den Bergen. Sehr gut. Die nächste Frage ist eigentlich, naja, ich habe heute früh überlegt, wo ich es zusammengeschrieben habe, ob ich die wirklich stelle. Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte verbringen, wenn du 3 Monate da wärst? Es ist einsam hier und du bist länger als 3 Monate schon da. Ja, das stimmt. Wie ist es? Es ist eigentlich super schön. Ich bin halt nicht auf einer Berghütte, hoch oben in den Bergen. Oh. Ich sehe halt Seja da unten nach meinen 4 Kilometern. Ja, was würde ich machen? Einfach, ganz ehrlich, wenn ich manchmal das Telefon einfach mal 3 Monate vielleicht nicht benutzen kann und meiner, ich muss es zugeben, Internetsucht
irgendwie davon wegkomme. Ja, es ist einfach toll hier oben und ich bin gerne hier und ich könnte mir das mittlerweile, habe ich glaube ich auch keine Angst, mal irgendwo anders für 3 Monate hinzugehen und einfach zu sagen, hey, da mache ich irgendwas. Weil selbst hier, es gibt so viel zu erleben, es gibt so viel auch zu hören. Man hat vielleicht am Anfang mal ein leichtes Mäh im Mikrofon und das sind einfach die Ziegen, die hier direkt hinterm Haus wohnen. Ich glaube, viele Leute, die so ein bisschen einsam und außerhalb wohnen, wissen das zu schätzen, wenn man abends mal auf die Terrasse geht und plötzlich 10 Meter weiter ein paar Ziegen stehen. Und was für welche? Ah, klein sind sie nicht. Nee. Was ist dir lieber, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenaufgang. Das Problem ist nur, ich bin Langschläfer. Okay. Welches Gadget darf nicht fehlen, wenn du unterwegs bist in den Bergen? Also Ausrüstung, also bei mir ist es zum Beispiel die Kamera. Also ohne Kamera gehe ich eigentlich nicht aus dem Haus. Klopapier und eine Plastiktüte. Okay. Deine, ja, sagen wir mal, Top 3 Blogs oder Bücher für mehr Berge. Also was liest du gerne? Sowohl im Internet, du hast gerade gesagt, du bist internetsüchtig. Was liest du da gerne? Ich muss sagen, es ist schon lange her, dass ich ein Buch gelesen habe, aber einfach aus dem Grunde, weil ich zurzeit, weil wir halt durch die Gründung von Costa Vertical und jetzt auch durch die Übernahme vom Downhill Bike Ride eigentlich viel zu tun haben, um eigentlich mal ein Buch zu lesen. Und dann kann ich eigentlich gerade so... Und Websites? Oder Blogs? Ganz wenig. Muss okay. Ich ganz ehrlich zugeben, ganz wenig. Ich würde es gerne mehr machen, aber ich muss es auch mehr machen, denke ich mal, aber ganz wenig. Vielleicht mal... den Blog vom Climbing Magazine aus den USA, der ist relativ gut und ich würde den jedem empfehlen, UKC auch, aber UK Climbing, das sind einfach so Blogs, die ich auch, wo ich auch mal reinschaue. Komischerweise, aber das liegt vielleicht daran, mein Partner ist Engländer, sehr wenig deutsche Literatur. Was empfiehlst du gegen Bergweh? Also stell dir vor, du würdest wieder nach Frankfurt oder vielleicht Hamburg oder was auch immer zurück dürfen müssen. Wie würdest du quasi das Bergweh reduzieren oder versuchen zu reduzieren? Das erinnert mich irgendwie an die Zeit, als ich ja selbst in Frankfurt gelebt habe. Ja, Freitagabend so schnell wie möglich ins Auto, Flugzeug, Zug zu springen und dann in die Berge zu fahren. Und ich weiß nicht, ob da einige das unterschreiben würden, vielleicht auch der Robert, aber der wohnt ja auch schon fast in den Bergen. Aber eigentlich ist Bergsport Motorsport, weil man fährt eigentlich doch einiges, um an seinem Hauptort zu sein. Interessanterweise ist das hier minimiert. Früher, ich bin jedes Wochenende, was Gott werden ließ, ins Frankenjura gefahren von Frankfurt, was mal eben 250 Kilometer einfach waren. Hab versucht, auch mal einfach mal in die Berge runter zu fahren, was halt immer 300 Kilometer waren oder 400 Kilometer und das macht man einfach. Mittlerweile, dadurch, dass ich ein Klettergebiet halbe Minute hinterm Haus habe, wenn man mich dann mal fragt, Chris, kommst du mit nach Harlan Valley, was jetzt 50, 60 Kilometer weg ist, denke ich immer, oh Gott, so weit fahren? Also das ändert sich, aber fürs Bergweh, wenn man wirklich da ist, hilft eigentlich nur in die Berge selbst oder ein guter Kletterfilm. Und die letzte Frage, wen würdest du denn gerne mal im Podcast hören? Wen sollte ich mal einladen? Sollte deutsch sein. Also deutschsprachig. Deutschsprachig. Nur wenn dir was spontan einfällt. Tut es, leider verstorben, Kurt Albert. Ja. Okay. Gut. Ich danke dir. Ich freue mich jetzt, wenn Toni dann kommt, auf die nicht mit Fisch Paella. Sehr bin gerne. Ich gespannt. Ich muss noch Sachen packen, weil für mich geht es morgen leider wieder zurück. Wir finden es, glaube ich, sehr schade und ich finde es super, dass Robert hier war. Ja, ich fand es auch toll und ich werde mir das tatsächlich überlegen, nächstes Jahr dann doch eventuell auch da unten lang zu laufen. Wohl so einsame Stirnlampenkegel, also Lampenkegel, den Weg hochkommen. Und wir werden das Dorf motivieren, dass sie für dich genau. Jubeln. Gar das kein möchte Problem. Ich aber. Ich das möchte, kriegen wir hin. Ich möchte dann die Dorfparty quasi am Abend. Also vor jetzt, wir haben es jetzt aktuell, es ist Stockduster und 6:30. Naja gut, ich denke vor 8 wäre ich wahrscheinlich nicht in Seer. Von daher wäre es so quasi kurz nach dem Abendbrot, da können sie alle nochmal rauskommen und nochmal ein bisschen aktivieren. Vor dem Abendbrot, wir sind in Spanien. Achso, stimmt, da war was. Siesta. Gar kein Problem, aber ich denke, das kriegen wir hin. Wunderbar, ich danke dir. Danke und auch.
Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Danke, dass du bei dieser Episode des Vitamin Bäre Podcast dabei warst. Alle Links, die Mitschrift und ein paar Bilder sowie das Video findest du in den Shownotes unter vitaminbäre.de/011. Wenn dir Vitamin Bäre gefällt, freue ich mich über dein Like auf Facebook, Twitter oder Instagram und eine Bewertung bei iTunes. Gerne hinterlasse auch dein Feedback zur Episode, um den Vitamin Bäre Podcast noch besser zu machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das ist super. Bienvenidos al Aria de Escalada en Sella. Na, das ist doof. Den Rest habe ich verstanden.